Interessiert an einer Grafikkarte, die nicht nur leistungsstark ist, sondern auch durch ihr Design auffällt? Die Sapphire Pure Radeon RX 7900 GRE 16 GB könnte genau das Richtige sein, was du suchst. Diese Karte kombiniert die fortschrittliche RDNA 3 Architektur von AMD mit einer einzigartigen weißen Farbgebung und erstklassigen Kühllösungen. Lass uns in die Details eintauchen und herausfinden, was diese Karte zu bieten hat. Die Sapphire Pure beeindruckt mit einem eleganten weißen Design, das sich von der Masse abhebt. Dieses Äußere passt perfekt in moderne PC-Gehäuse, insbesondere solche mit weißen oder hellen Farbschemata. Die Karte ist mit einem Tri-X-Kühlsystem ausgestattet, das aus drei Lüftern besteht und für eine effiziente und leise Kühlung sorgt. Die Kühlkörper und Heatpipes sind so konzipiert, dass sie auch bei hoher Last die Temperaturen niedrig halten. Die Karte verfügt über eine hochwertige Backplate, die nicht nur zur Stabilität beiträgt, sondern auch die Wärmeableitung verbessert. Zusätzlich zu ihrer hervorragenden Kühlleistung bietet die Karte auch Unterstützung für AMDs Fidelity FX Super Resolution und andere fortschrittliche Technologien, die die Gaming-Performance und die visuelle Qualität verbessern. Neugierig geworden? Schau dir die Karte näher an und sichere dir deine eigene Sapphire Pure über den Amazon-Link in der Videobeschreibung. Diese Benchmark-Ergebnisse geben dir einen klaren Überblick über die Leistungsfähigkeit der RX 7900 GRE in verschiedenen Auflösungen und Spielen. Sie helfen dir dabei zu entscheiden, ob diese Karte deine spezifischen Gaming-Anforderungen erfüllt. Cyberpunk 2077. Mit 93 FPS bei 1080p zeigt die Karte eine starke Performance in einem der anspruchsvollsten Spiele. Bei 1440p sinkt die Framerate auf 72 FPS, was immer noch ein sehr flüssiges Spielerlebnis bietet. In 4K erreichte die Karte 43 FPS, was für ein Spiel dieser Intensität respektabel ist. Hogwarts Legacy. Hier zeigt die RX 7900 GRE ebenfalls ihre Stärken mit 101 FPS bei 1080p und 77 FPS bei 1440p. Bei 4K bleibt die Framerate bei 48 FPS, was akzeptabel ist, insbesondere mit FSR aktiviert. Dying Light 2. Dieses Spiel läuft bei 1080p mit 98 FPS sehr flüssig. Bei 1440p sind es 76 FPS und bei 4K 45 FPS, was die Karte auch für höhere Auflösung attraktiv macht. Assassin's Creed Mirage. Bei 1080p erreicht die Karte 108 FPS, bei 1440p 82 FPS und bei 4K 52 FPS, was zeigt, dass die Karte auch bei anspruchsvollen Spielen gut mithalten kann. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Sapphire Pure eine hervorragende Wahl für Gamer ist, die in verschiedenen Auflösungen spielen möchten. Hinterlasse uns in den Kommentaren, welche Spiele du als nächstes mit dieser Karte testen möchtest. Die Sapphire Pure Radeon RX 7900 GRE ist eine herausragende Grafikkarte, die sowohl durch ihre Leistung als auch durch ihr ästhetisches Design besticht. Mit der fortschrittlichen RDNA 3 Architektur, einer starken Kühlleistung und Unterstützung für die neuesten Technologien ist sie eine ausgezeichnete Wahl für Gamer und kreative Profis. Wenn du auf der Suche nach einer leistungsstarken, stilvollen Grafikkarte bist, die dein Setup komplettiert, ist die RX 7900 GRE definitiv eine Überlegung wert. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, um keine weiteren Reviews und Gaming-Tests zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.